Hallo liebe Freunde der Säbelzahnmöwe, hallo liebe Freunde der Panzerei. Wie ihr sehen könnt, ist das Setting für das heutige Video etwas anders als sonst. Und das liegt daran, dass ich mich für das heutige Video etwas Unterstützung geholt habe. Nämlich von Michael, dem leitenden Entwickler des Panzertaktik-Shooters Steel Aces. Michael kennen einige von euch vielleicht schon aus einem vergangenen Video über Steel Aces, das wir beiden zusammen auf diesem Kanal gemacht haben. Heute hat Michael sich freundlicherweise bereit erklärt, mir dabei zu helfen, ein Video über ein Thema zu machen, das ich schon ewig mal angreifen wollte, nämlich die geschichtliche Entwicklung der panzerbrechenden Geschosse. Dazu nutzen wir heute auch oder dürfen wir heute auch Grafiken aus Steel Aces nutzen und auch einige Aufnahmen aus einer frühen Testversion. Bitte denkt dabei daran, dass das Spiel natürlich noch lange nicht fertig ist und dass das fertige Produkt sicher noch deutlich oder noch besser aussehen wird. Wenn ihr mit Bezug auf Steel Aces auf dem Laufenden bleiben wollt, könnt ihr das Spiel am besten bei Steam auf eure Wishlist packen und euch für die wahrscheinlich Ende 2024 stattfindenden Beta-Tests anmelden. Die Links zu beiden Sachen, ja, die findet ihr unter dem Video in der Videobeschreibung oder dem angepinnten Kommentar. Dieses Video hier, das ist übrigens nicht gesponsert von Steel Aces, aber ich finde das Projekt interessant und ich bin gespannt auf das Spiel. Und ich bin natürlich auch Michael dankbar dafür, dass er mich heute bei diesem Video unterstützt. Nun aber genug der Vorrede, hören wir uns doch mal an, wie die geschichtliche Entwicklung von panzerbrechenden Geschossen abgelaufen ist. So Leute, dann gucken wir uns doch jetzt mal zusammen mit Michael an, welche panzerbrechenden Geschosse es in der Panzergeschichte bis ungefähr zum Ende des Zweiten Weltkriegs so gegeben hat. Michael. Wunderbar. Vielen Dank erstmal, dass ich wieder Gast bei der Säbelzahnmöwe sein darf. Hab mich das letzte Mal sehr gefreut. Ich bin hier immer gern dabei. Und ich denke, wir starten gleich rein. Ich habe euch hier ein bisschen Bildmaterial mitgebracht. Mit so drei der prominentesten frühen panzerbrechenden Geschossarten. Wir haben im Prinzip das Auftreten der ersten Panzer im Ersten Weltkrieg und natürlich auch den Beginn dieses ganzen Wettrüstens, den wir eigentlich in der Panzerei seit dem Auftreten der Panzer haben. Und einfach für jede neue Entwicklung in der Panzerungstechnik, die wir haben, kommt eine neue Entwicklung in den Fähigkeiten, die Panzerung zu zerstören. Genau, das ewige Wettrennen. Ne? Was ja auch interessant ist, so ein bisschen, wo du gerade schon gesagt hast, seit dem Beginn der Panzerei im Ersten Weltkrieg, ich denke, da sind auch viele Parallelen gewesen zu der Entwicklung im Schlachtschiffbau, beziehungsweise im Marineschiffbau, ne? Wo ja auch ganz ähnliche Geschossentwicklungen stattgefunden haben. Und die ersten Kanonen von den ersten britischen Panzern kamen ja auch aus dem Marineschiffbau, beziehungsweise aus der Marine und wurden dann später erst oder nach den ersten Modellen erst dann angepasst auf den Landkampf. Ne? Und da hat man bestimmt auch die entsprechende Munition dann teilweise mitgenommen oder später dann mitgenommen, als man was Panzerbrechendes haben wollte. Ne? Ja, stimmt. In der Tat. Ich meine, es gab ja auch einige Fälle, in denen man wirklich später nochmal Schiffsbewaffnungen auf Fahrzeugen verwendet hat, so Su-100Y bzw. Su-100U. Dieser riesige sowjetische Kasten auf dem verlängerten KV-Laufwerk mit der 130 mm. Das war auch auf dem Schiffsgeschütz basiert. Was ich auch immer ganz interessant fand, dass man auch aus der Flugabwehr viele Panzerkanonen im Prinzip entwickelt hat. Also klar, man hat natürlich dediziert entwickelte Kanonen gehabt, aber eben gerade so in der Frühzeit gab es oft Fälle, in denen man einfach andere Bewaffnungen wiederverwendet hat. Ja, das ergibt dir auch Sinn. Ne? Du hast ja eine Produktionslinie dafür. Du hast die ganzen Maschinen, die das machen können. Du hast Munition dafür, du hast vielleicht auch einfach nur eine Kiste dafür, wo du die Munition reinpacken kannst, weil du die Abmessung schon hast oder zumindest den Umfang schon benutzt und so. Also von daher gibt es ja immer Sinn auch zu gucken, hey, was haben wir schon und dann von da aus weiterzuarbeiten. Ja. Genau. Absolut. Und ja, ich meine, im Endeffekt, wir wollen ja recht viel über die Projektiltypen, also was wirklich vorne aus dem Lauf rausgeflogen kommt, reden dieses Mal. Und es fängt eigentlich sehr simpel an, im Prinzip mit einem ganz normalen AP-Geschoss. Also Kugeln haben wir jetzt nicht mehr. Da sind wir schon ein paar Jahrzehnte weg davon. Aber es gibt natürlich relativ einfache Wuchtgeschosse am Anfang. Einfach im Prinzip einen Stahlklotz, der da durch die Gegend geschossen wird. Und der halt eben aufgrund seiner kinetischen Energie die Panzerung durchschlägt. Ganz am Anfang haben wir ja wirklich noch Gewehrmunition gehabt. Da gab es ja eben diese K-Munition. Im Prinzip
den Geschosskopf einmal umdrehen und wieder in die Patrone reinstecken. Und dann eben auch die ersten dedizierten Waffen, wie jetzt zum Beispiel dieses Tankgewehr von den Deutschen, einen vergrößerten Mauserkaliber. Das waren so die ersten, sagen wir mal, wirklich prominenten und effektiven Abwehrwaffen. Und mit der Entwicklung dieser Waffen, im Prinzip größere Kaliber, höhere Mündungsgeschwindigkeiten und so weiter, haben sich auch die Geschosse immer weiterentwickelt. Jetzt habe ich euch hier mal drei so sich drehende Meshes mitgebracht, drei Modelle. Die sind auch wirklich nach echten Geschossen nachmodelliert. Die wird es auch bei uns im Spiel so zu finden geben. Links einmal ein normales AP-Geschoss, also abgekürzt AMP für Armor Piercing, also panzerbrechend. In der Mitte ein APC-Geschoss und rechts ein APBC-Geschoss. APC steht für Armor Piercing Capped. Das C steht also für eine Haube, die über dem eigentlichen Geschoss platziert wurde. Und rechts APBC, das steht für Armor Piercing Ballistic Capped, also eine ballistische Haube obendrauf. Genau. Werf mal rüber zu dir, Jan. Ja, genau. Das ist natürlich genau richtig. Und hier sehen wir eine ganz interessante Entwicklung. Und das ist ja auch genau das, warum ich immer so ein bisschen gewartet habe, dass ich mal die Möglichkeit habe, die Sachen so nebeneinander zu stellen. Und physisch habe ich es noch nicht geschafft, aber eben im Digitalen jetzt hier. Und das ist schon mal eine coole Sache. Und genau, da sieht man eben das, ne? Und das ist ja auch wieder das, was ich gerade schon gesagt habe, Weiterentwicklung von Marinetechnik vielleicht, aber auch von dem, was man sowieso schon hatte. Also eine ganz normale Granatenform, aber eben einfach solide, ne? Wuchtgeschoss einfach, ganz links. Und man hat ja auch im Ersten Weltkrieg gerade auch angefangen mit Feldgeschützen, zumindest in Deutschland oder auf der deutschen Seite, die Feldgeschütze zu benutzen, die rausgerollt quasi aus dem Graben und versucht, oder hat damit auch relativ erfolgreich im direkten Richten die Panzer abgeschossen und abgewehrt. Und dann ist man halt auf dediziertere Munition weitergegangen und hat gesagt, nee, wir brauchen hier noch ein paar Innovationen, wie zum Beispiel eben den Kopf von der Capped, also Armor Piercing Capped APBC? APC ist die Hauptgranate in der Mitte. Ja, und wäre jetzt auch gleich eine gute Einleitung. Ich denke, hier, man sieht auf alle Fälle mal, dass wir drei unterschiedliche Formen haben. Also klar, die Länge ist jetzt hier im Grunde mal egal, die sind quasi alle auf das gleiche Kaliber skaliert. Aber links, ich glaube, M72 müsste das sein. Das ist das, so sagen wir, Standard Feldwald- und Wiesengeschoss, das eben für die 75mm Kanone von Sherman verwendet wurde, also quasi die kurze Kanone. Die müsste auch relativ nah an die 75mm Feldgeschütz von 1897 angelehnt sein. Das heißt, wir haben ja auch wirklich eine relativ alte Geschossform, also keine Haube, eher so halbspitzer Geschosskopf, aber doch eher relativ rund. Und in der Mitte sehen wir eben, dass wir verglichen mit der ballistischen Haube oben drüber eben nochmal so eine Abstumpfung haben. Hier in der Mitte und rechts haben wir streng genommen zweimal das gleiche Geschoss, bloß einmal mit der ballistischen Haube und einmal mit abgetrennter ballistischer Haube. Das heißt, das mittlere und das rechte Geschoss ist das gleiche, bloß wir ziehen einmal die äußere Haube ab, diese Spitze. Und da kann man auch mal einen sehr schönen Vergleich sehen, wie die äußere Form rechts bei der ballistischen Haube deutlich aerodynamischer gestaltet ist als die eigentliche Form für den Einschlag unten drunter. Und der Grundgedanke dahinter war folgender. Man hat einfach gemerkt, dass im Zweiten Weltkrieg relativ viele Panzer, vor allem anfangs eben mit oberflächengehärteter Panzerung ausgerüstet waren. Zum Beispiel deutsche Panzer 3, Panzer 4 Reihe, T-34 im Prinzip auch. Und eine Oberflächenhärtung ist im Prinzip eine Bearbeitung des Stahlwerkstoffs, die dazu führt, dass man das Material in den oberen Schichten durchhärtet. Es ist also weder gewünscht noch gewollt, den Stahl komplett durchzuhärten. Das geht auch ab einer gewissen Dicke der Platte nicht mehr, weil man im Prinzip eine ausreichend schnelle Abkühlung des Materials erzeugen muss. Das führt im Prinzip dazu, dass sich die Gitterstruktur im Stahl selbst einfach anders anordnet bei hohen Temperaturen. Und um diese einzufrieren, muss man das Material eben sehr schnell abkühlen. Wenn ich jetzt, sagen wir, eine 100mm dicke Platte habe, dann wird es einfach sehr, sehr schwierig, den Kern innen drin schnell abzukühlen. Deswegen eben Oberflächenhärtung, und im Idealfall führt das Ganze eben, wenn es sauber ausgeführt wird, dazu, dass wir außen auf der Panzerung eine relativ harte Schicht haben, die eintreffende Geschosse im Idealfall auch wirklich anbricht bzw. ansplittert, und dann einen weicheren Rücken dahinter,
der das Geschoss eben aufgrund seiner Zugfestigkeit vom Durchschlagen abhält. Und um genau diesem Splittern eben zum Teil entgegenzuwirken, hat man so relativ früh begonnen, eine Haube auf die Geschosse aufzusetzen. In dem Fall war es meistens eher weicheres Material, eine weiche Haube. Und das wird eben mit C für Cap, also Haube, denotiert. Genau. Hier sehen wir natürlich auch an der Form. Auch im englischen Sprachraum an der Stelle. Also wir beide, ne? Und die meiste Literatur dazu ist auf Englisch und deswegen benutzen wir auch die englischen Begriffe, aber ich schreibe euch auch nochmal die deutschen Begrifflichkeiten dazu. Und genau. Was ich vielleicht noch kurz sagen wollte, ist hier diese, du hast ja gerade gesagt, das kann man das Ganze durchhärten, das ist nicht so einfach, das stimmt natürlich. Ja. Aber was du ja auch gerade nochmal gesagt hast, was denke ich noch wichtig ist, dass man ja gerade will, dass man diese Abstufung hat. Ne? Draußen oder an der Außenseite hart, um das vorzubrechen, das gegnerische Geschoss. Und um dann eben die weichere, weichere Backing, also den hinteren Bereich, der eben dann weich genug oder beziehungsweise dehnbar genug sein soll, um eben die Energie von dem Geschoss dann aufzufangen, ohne zu brechen. Also dass du, genau. Das ist nicht, also auf Englisch ist es brittle, wie heißt es auf Deutsch hier? Das ist nicht brittle, ja, Sprödigkeit, das wäre eben gerade auch ein Problem bei überhärtetem Stahl, ja. Weil es im Prinzip so, also wenn Stahl wirklich komplett durchgehärtet ist, dann bricht er wie Glas, mehr oder weniger, weil es einfach so hohe Verspannungen im Material gibt, dass ein Bruch an einer Stelle sich im Prinzip durch alles durchzieht. Und deswegen wäre es eben extrem unpraktisch, einen Panzer zu haben, der völlig überhärtet ist von der Panzerung, weil dadurch ein sogenannter Plugging-Effekt entstehen kann, dass quasi nur dass der Stahl selbst vielleicht nicht durchbricht, sondern dass einfach das Stückchen Stahl, das direkt in der Flugbahn des Geschosses liegt, einfach ausbricht und dann fliegt das Geschoss zusammen mit diesem kleinen Klotz direkt ins Fahrzeug rein. Ne? Genau, so ein Tropfen, ja. Ja. Genau. So viel zu der richtigen Abstufung zwischen hart und weich auch im Material. Und auch da wieder das genau dasselbe bei Marineschiffen, bei Schlachtschiffen, dass man eben da versucht hat, hier natürlich auch in einer anderen Dimension, ne? Viel dickere Platten, aber ja. Eben auch da versucht hat, das harte Äußere zu haben und das etwas weichere Innere der Platten. Und da gab es ja auch nationale Unterschiede und so, da können andere Kanäle besser was drüber erzählen. Aber es ist auch wieder da, auf einem anderen Level, aber ganz ähnlich, auch wiederum mit den Geschossen, dann eine ganz ähnliche Geschichte so, ne? Wo man eine ähnliche Entwicklung hat, was ich auch ziemlich faszinierend finde, ne? Dass es da an Land und auf See so ähnlich abgelaufen ist. Ne? Genau. Was man hier jetzt, denke ich, auch nochmal schön im Vergleich sieht, ist zwischen dem mittleren Bild, also APC, und dem rechten Bild, APBC, also Panzerbrechen mit Haube und ballistische Haube. Wir sehen rechts, dass wir einfach nochmal eine Haube drüber haben, die eben aerodynamischer ist. Und der Gedanke war eben folgender, dass so ein Geschoss fliegt halt ziemlich schnell, aber wir sind hier im Bereich von, sagen wir mal, 600 bis 900 Meter pro Sekunde, ganz grob. Und bei so hohen Fluggeschwindigkeiten wird natürlich die Luftreibung extrem relevant. Und wenn ich im Prinzip versuche, hier so ein doch recht stumpfköpfiges Geschoss durch die Gegend zu werfen, dann verliere ich halt eben über längere Distanzen doch signifikant Durchschlagsleistung. Und in dem Versuch, diesen Effekt zu minimieren, hat man eben über diese Haube oben drüber nochmal eine schmale, dünne Haube gezogen, die eben einfach die aerodynamische Fähigkeit oder die aerodynamischen Eigenschaften des Geschosses deutlich verbessert. Die ist für den Einschlag eigentlich weniger relevant, weil das wirklich sehr dünn ist, aber im Prinzip als Windbrecher funktioniert das ganz wunderbar. Und das Ganze gibt es dann eben auch in Kombination APC-BC, also Armor Piercing Capped, Ballistic Capped, das heißt Panzerbrechen mit Haube und ballistischer Haube. Das ist von einem APBC nicht äußerlich eigentlich nicht zu unterscheiden, weil wir die innere Leichtmetallhaube, die sehen wir quasi gar nicht. Wir sehen bloß die äußere Haube, die oben drüber sitzt. Dafür müsste man das Ding quasi aufschneiden bzw. auseinandernehmen. Das hier sind jetzt natürlich nur dedizierte Munitionsarten zur Panzerabwehr. Es gibt natürlich noch sehr viele andere Munitionsarten, die verwendet wurden. Ein Panzer bekämpft natürlich nicht nur Panzer. Im Zweiten Weltkrieg hatten wir natürlich zu einem großen Teil auch die Rolle vom Panzer zur Bekämpfung anderer Panzer, was heutzutage jetzt ja weniger der Fall ist. Aber natürlich auch den Einsatz gegen stationäre Ziele wie jetzt Befestigungen, Maschinengewehrstellungen oder auch weiche Ziele wie Lastwagen oder irgendwelche leichteren Schützenpanzerähnlichen Fahrzeuge, ja, irgendwie BA-11 oder Sonderkraftfahrzeug 234. Und für die ist natürlich so ein panzerbrechendes Geschoss unter Umständen nicht die ideale Wahl. Deswegen
haben wir eben noch andere Munitionsarten, wie natürlich Sprengmunition, Kanistermunition mehr oder weniger, beziehungsweise so eine Art Kartätschenmunition. Ich könnte sagen, so ein bisschen wie im Prinzip eine überdimensionierte Schrotmunition und so weiter. Aber die werden wir jetzt in dem Video eher weniger behandeln, weil wir uns hauptsächlich auf den Aspekt Panzer gegen Panzer fokussieren wollen. Genau, das wird ja auch der Fokus sein bei Steel Aces. Und das ist, also das ist in dem Sinne auch interessant, weil da kam es ja auch darauf an, welche Nation man sich jetzt anguckt, die was für Munitionsmix mitgeführt wurde. Soweit ich weiß, haben die Amerikaner deutlich im Verhältnis deutlich mehr hochexplosive Geschosse mitgeführt, weil sie halt einfach das mehr als Ziel hatten. Ne? Die Wehrmacht hatte halt im Verhältnis weniger Panzer als, oder die Wahrscheinlichkeit für einen Sherman war halt höher, jetzt auf ein MG-Nest zu treffen, als auf ein hier Panzer 4 oder Panther oder was auch immer. Und deswegen hat sich das auch im Munitionsmix, soweit ich weiß, wiedergespiegelt. Auf der anderen Seite, deutsche Panzer hatten aufgrund der hohen Produktionszahl der gegnerischen Panzer dann eine höhere Wahrscheinlichkeit, auch im Panzer-gegen-Panzer-Kampf zu kämpfen und hatten dann auch eben mehr Wuchtgeschosse dabei, um eben dem Rechnung zu tragen. Ne? Und ja, heutzutage wird der Munitionsmix in der Ukraine zum Beispiel auch ein anderer sein als vielleicht im Fulda-Gap 1985. Ne? Die eben erwähnten AP-Geschosse haben sich natürlich im Laufe des Kriegs verändert. Also da ist sehr viel weiterentwickelt worden an Materialeigenschaften, Härtung des Geschosses und so weiter. Und es gab auch sogenannte AP-HE-Geschosse, also Arm-Piercing High Explosive, bei denen in das Geschoss selbst im Prinzip eine Bohrung eingeführt wurde und die man dann mit zusätzlichem Sprengstoff gefüllt hat. Und am Boden von diesen Geschossen hat man dann entsprechend einen Zünder angebracht. Und der Gedanke war, dass beim Durchschlag durch eine Panzerung mit einer kurzen Verzögerung dieser Sprengsatz eben auslöst und eine vollständige Zerlegung des Geschosses erzeugt. Gerade eben gegen weniger stark gepanzerte Fahrzeuge kann eben ein Problem auftreten. Das hat man zum Beispiel im Irak später auch gemerkt mit eben der Abrams Fallmunition, dass Treffer auf zum Beispiel BMP-Fahrzeuge vor allem seitlich fast keinen Effekt erzeugt haben, weil die Panzerung selbst quasi so dünn ist, dass beim Durchschlag durch die Panzerung fast keine Splitterwirkung erzeugt wurde. Man kann sich das vorstellen, so ein bisschen wie mit dem Luftgewehr durch ein Blatt Papier schießen. Da muss man sich um die Splitterwirkung auch keine großen Sorgen machen, weil einfach zu wenig Material da ist. Im Großen und Ganzen hat sich das dann aber über die Zeit relativiert, weil durch das Einbringen von einer Bohrung in das Geschoss selbst natürlich die strukturelle Integrität geschwächt wird und dadurch kann das Geschoss halt eben vor allem gegen gewinkelte Panzerungen doch leichter brechen und ist halt anfälliger für, sagen wir, Querbelastungen, die quasi nicht von vorne gerade auf das Geschoss auftreffen, sondern eben schräg oder seitlich. Und gerade das haben wir eben bei gewinkelter Panzerung ganz massiv. Und mit der Weiterentwicklung der Panzerei hat es ja auch immer dickere Panzerungen gegeben. Das heißt, dann war ja das Material da, sag mal, also wie ich mal sagen, dass man durchschlagen musste und was dann eben auch diese Splitterwirkung wahrscheinlich mitgebracht hat, wenn es durchgekommen ist. Ne? Das heißt, wahrscheinlich war dann weniger Notwendigkeit für diese Explosion. Und man muss ja auch sagen, und hier im Unterschied zum Marineschiffbau, das ist ja auch die Frage, warum gibt es eigentlich bei Schlachtschiffen keine Hohlladungsgeschosse, über die wir auch gleich noch sprechen. Und das hat ja Drachenifel mal gut erklärt oder hat es gut erklärt, dass wenn man in einem Schiff oder im Schlachtschiff irgendwas trifft, dann hat man eine hohe Chance, dass man einen Raum trifft, wo nichts drin ist, wie eine Messe und ein Unterkunftsbereich für die Mannschaft, was auch immer. Wenn man aber einen Panzerdurchschlag hat, dann trifft man eigentlich bauartbedingt oder Packdichte bedingt meistens irgendwas, was wichtig ist. Ob das die Maschine ist, ob es eine oder mehrere von der Besatzung sind, Treibstoff, Munition, was auch immer. Das heißt, dort ist im Unterschied zum Schlachtschiffbau die Notwendigkeit für den Explosiveffekt nach dem Durchschlag wahrscheinlich oder auf jeden Fall geringer. Ne? Also hier gehen wir jetzt so ein bisschen auseinander, sag ich mal, in der Entwicklung. Würde ich auch sagen. Was man auch noch bemerken sollte, ist, dass für Schiffsgeschosse natürlich die Ladung, die da wirklich drin ist, massiv größer ist. Also wir reden hier bei Panzergeschossen um Ladung im Bereich von ein paar Gramm, die da wirklich Sprengstoff drin sind. Das so aus der Hüfte geschossen, sagen wir vielleicht 30 Gramm, 50 Gramm, sowas in dem Bereich. Und es ist nicht wie eine Explosion im Panzer. Also da wird jetzt keine Handgranate reingeworfen, wie das manche Simulationen vielleicht machen oder suggerieren. Aber es sorgt eigentlich nur für eine vollständigere Zerlegung des Geschosses.
Und im Großen und Ganzen konnte man quasi von der Effektivität, also sagen wir der Letalität, keinen, sagen wir, nennenswerten Unterschied feststellen. Und ich meine, im Endeffekt, es reicht, wenn die Panzerung durchschlagen wird und der Fahrer verletzt ist, da wird keiner Lust haben, in dem Fahrzeug noch drin zu sein. Naja, klar. Wenn du getroffen bist, dann erstmal raus und gucken, was passiert, ne? Weil die Genau. Konsequenz von erstmal warten und gucken ist wahrscheinlich oder kann eben sein, dass du nicht mehr rauskommst. Und das, deswegen sieht man das ja auch. Das gibt es auch genug Geschichten von, dass dann die Panik einsetzt und die erstmal rausgehen und dann Fragen stellen, ne? Genau, und eben mit dieser Panzerung, die immer dicker wird, haben wir eben eine Einführung neuer Geschosstypen. Ganz allgemein könnte man diese als unterkalibrige Geschosse bezeichnen. Da habe ich euch nochmal ein paar neue Modelle mitgebracht. Von links nach rechts könnte man sagen, haben wir wieder die historische Entwicklung. Ganz links das grüne Geschoss, in dem Fall ist eine 57 mm Hartkerngranate von der sowjetischen CS4-Kanone. Allgemein würde man das als APCA bezeichnen, zu Englisch Armor Piercing Composite Rigid. Also ein Hartkerngeschoss mit im Prinzip Verbundmaterialien daher, Composite. Der Grundgedanke war, dass man ein neues Material einbettet. Das heißt, wir haben immer noch eine Stahlummantelung und in dieser Stahlummantelung haben wir einen kleineren Kern, der eben eine deutlich höhere Dichte und Härte aufweist. Das war dann normalerweise irgendeine Wolframlegierung, die eben beim Einschlag durch das Ziel durchgedrückt wurde und dadurch einfach bessere Durchschlagsleistungen erzielt hat. Nachteil von dem Ganzen, wie man jetzt hier an dieser Bauform wahrscheinlich auch sehr gut erkennen kann, wir haben hier diese sehr spezielle Pfeilform und die führt eben dazu, dass doch ein recht ungünstiges flugballistisches Verhalten vorliegt. Das heißt, dafür, dass man eine recht hohe Mündungsgeschwindigkeit hat, weil man quasi das Gewicht reduziert bei gleicher Treibladung und die kinetische Energie mehr im Prinzip auf den dichten Teil innen im Geschoss konzentriert. Das Ganze wird natürlich durch die deutlich höhere Luftreibung verhältnismäßig zum Teil eben wieder kaputt gemacht. Das heißt, vor allem auf größere Distanzen sieht man, dass APCR-Munition sehr, sehr stark an Leistung verliert. Das Ganze hat man dann später ein bisschen weiterentwickelt. Dabei ist dann, beziehungsweise anders bezeichnet, das wird dann als HVAP oder High Velocity Armor Piercing bezeichnet. Da haben wir das zweite Bild von rechts, also das große Schwarze, das ist in dem Fall eine HVAP-Granate der amerikanischen 90 mm Kanone. Die funktioniert im Prinzip nach dem gleichen Konzept. Der Unterschied ist, dass man hier eben für dieses Geschoss einfach eine deutlich bessere ballistische Form hat. Das heißt, wir haben quasi eine ballistische Haube oben drüber und auch deutlich mehr Wolfram bzw. gehärtetes Material innen drin. Für die Russen war, bzw. die Sowjets war während dem Zweiten Weltkrieg natürlich Hauptsorge der Tiger. Heißt, im Endeffekt, solange man ungefähr 100 mm Stahl zuverlässig durchschlagen konnte, gab es quasi kein Interesse daran, mehr sehr teures und schwer zu beschaffendes Material in die Munition einzubauen, weil die Durchschlagsleistung ja ausreichend war. Und das hat man bei den Amerikanern weniger gehabt, weil Wolfram einfacher verfügbar war und dementsprechend dann auch teilweise sehr, sehr beeindruckende Durchschlagsleistungen erreicht. Zwischendrin haben wir jetzt noch dieses silberne Geschoss. Das ist ein äußerst interessantes Konzept. In dem Fall handelt es sich um ein sogenanntes APCNR-Geschoss. Also, wie war der Fachbegriff nochmal, Jan? Jetzt habe ich, glaube ich, gerade schon wieder weggemacht. Das war doch ein, war das ein Hartkerngeschoss mit, Weichmantelumhüllung ja, war es. Hartkerngeschoss, Genau. Weichmantelumhüllung. Genau. Grundgedanke dabei war, dass man natürlich durch das Kaliber der Munition lege ich natürlich irgendwie fest, wie viel Pulver kann ich da dahinter packen. Also mit wie viel Druck puste ich das aus dem Lauf raus. Und jetzt gab es eben Konzepte, dass man eben zum Beispiel mit der Waffe 0725, das ist dann die 7,5/5,5 cm Panzerabwehrkanone, beziehungsweise ich glaube dann in Form der PAK-41 müsste das gewesen sein, hat man das Ganze verwendet. Und der Gedanke war, dass wir eben ein Geschoss nehmen und da einen weicheren Mantel drumherum setzen. Und dieser Mantel wird
während das Geschoss aus dem Lauf rausgedrückt wird, in sich einmal zusammengequetscht. Und durch diesen, sagen wir, Quetsch-Effekt wird eben die Mündungsgeschwindigkeit drastisch erhöht und hat auch sehr hohe Durchschlagsleistungen erreicht. Das gleiche gab es dann auch nochmal mit der schweren 2,8 cm schweren Panzerbüchse. Die hat auch äußerst beeindruckende Durchschlagsleistungen für so ein kleines Kaliber erreicht. Aber, wie gesagt, eben durch die hohe Mündungsgeschwindigkeit ist das Ganze natürlich nur bedingt konkurrenzfähig auf sehr lange Distanzen. Genau, das ist ja nämlich das ganze Thema. Deswegen gibt es ja diese Weiterentwicklung. Bei dem Wuchtgeschoss kommt es, wie der Name schon sagt, darauf an, wie viel Wucht am Ende im Ziel ankommt. Ne? Mit wie viel kinetischer Energie man das Geschoss dann da noch arbeiten kann. Das bestimmt die Durchschlagsleistung. Und deswegen ist es total wichtig, dass man eben, was haben wir vorhin schon gesehen, bei den Vollgranaten, den hier Granaten, die den ganzen Lauf quasi das meiste vom Lauf ausfüllen, zumindest am meisten vom Geschoss, dass die eben ja dann diese ballistische Haube bekommen haben, damit sie eben besser fliegen und halt mehr von ihrer Geschwindigkeit behalten bis zum Ziel. Und hier ist eben genau dasselbe Thema und deswegen haben wir hier ja diese Fortentwicklung, die wir gleich noch sehen werden, dass man eben versucht, klar, möglichst viel von der Energie, von dem Geschoss, was am Ende ankommt, auf einen kleineren Bereich zu konzentrieren, damit da die Durchschlagsleistung höher ist, ne? Eben durch diesen Hartkern. Genau. Aber gleichzeitig möchte man auch versuchen, versucht man jetzt im nächsten Schritt auch, eben diese Probleme mit dem großen Abfall der Geschwindigkeit durch den Luftwiderstand dann dadurch zu lösen, dass man halt dann Geschosse wiederum verändert. Ne? Genau, und da möchte ich jetzt gleich einhaken. Das ist eine wunderbare Überleitung. Wir haben jetzt ja die ersten Schritte gehabt. Wir verringern, sagen wir mal, den effektiven Geschossdurchmesser, indem wir irgendwas Hartes einbetten. Das heißt, wir konzentrieren die Energie auf eine kleinere Fläche. Jetzt haben wir das Problem, dass wir dieses Projektil ja irgendwie effektiv ins Ziel reinbringen müssen. Und da außen einen, sagen wir, 6 cm dicken Mantel insgesamt außenrum zu haben, ist natürlich kontraproduktiv. Das heißt, der nächste Schritt war, na, was ist denn, wenn wir, sagen wir, nur diesen harten Kern aufs Ziel schießen und den Mantel außenrum wegfallen lassen? Und da kommen wir eben zum sogenannten Treibspiegelgeschoss. Auf Englisch APDS, Armor Piercing Discarding Sabo, also abwerfender Treibspiegel. Und da haben wir eben auch Ende des Zweiten Weltkriegs, wo es halt wirklich mal zum Einsatz kommt, zum Beispiel mit der britischen 17-Pfünder. Da gab es eben die ersten wirklich verwendeten APDS-Geschosse. Und diese bestehen im Prinzip aus einem Kerngeschoss in der Mitte und einem Sabo, einem Treibspiegel. Und dieser Treibspiegel schließt zum eigentlichen Geschütz außenrum ab, wird aber beim Verlassen des Rohrs, also sobald das Geschoss raus ist, fällt dieser Ring oder fallen diese Führungsringe nach außen ab. Und dann fliegt eben nur noch das Geschoss selbst aufs Ziel und schlägt eben ein. Genau, also Sabo heißt, soweit ich weiß, oder dann eben in der französischen Aussprache heißt es, soweit ich weiß, Schuh. Das heißt, man hat quasi so einen Treibschuh da eingebaut. Und ich fand es vorhin toll, dass du gesagt hast, dass man sich überlegt hat, man könnte das ja wegfallen lassen, das Äußere. Weil das ist ja genau das, was dann passiert. Ne? Diese äußeren Teile, der Treibspiegel, der fällt dann weg. Ne? Und wie jetzt nochmal interessant, wo wir nochmal wieder zurückdenken an das Geschoss, was wir gerade gesehen haben, mit dem, warte mal, das Hartkerngeschoss mit Weichmantelumhüllung. Und da haben wir ja gesehen, dass dieser Weichmantel, dass der die Funktion hat, das Rohr abzudichten und dann eben so mehr Energie, damit mehr Energie auf das Geschoss übertragen werden kann. Und genau diese Funktion des Weichmantels, die wird jetzt eben von dem Sabo übernommen, aber eben ohne, dass das an die Wände gedrückt wird, sondern einfach nur, es schließt einfach nur ab, aber wird nicht irgendwie verformt oder so. Na, also es ist quasi ein ähnlicher Gedanke, aber halt weiterentwickelt, um auch das Rohr, oder einer der Gründe dafür ist, um das Rohr zu schonen und dann eine höhere Lebensdauer von dem Geschütz zu haben, weil das ist natürlich auch ein Faktor, ne? Und wir haben natürlich auch eine bessere Reichweite, weil wir ja quasi unseren Führungsschuh im Lauf, den nehmen wir ja nicht mehr mit. Den können wir im Prinzip abwerfen und verringern damit natürlich den effektiven Durchschnitt oder den Querschnitt des Geschosses. Und das ist natürlich maßgeblich für unsere Luftreibung. Und dadurch wird natürlich auch nochmal die Reichweite massiv erhöht. Genau, absolut. Das ist dann die außenballistische Folge, ja. An dieser Stelle machen wir mal einen Schnitt, denn dieses Video würde sonst einfach zu lang werden. Im nächsten Teil werden wir dann über die panzerbrechenden Geschosse sprechen, deren Durchschlagsleistung nicht davon abhängt, wie schnell sie durch die Gegend fliegen.
Mich würde auf jeden Fall interessieren, was ihr vom Format dieses Videos haltet. Denn heute hatten wir eine etwas lockere Atmosphäre, ja, mehr so wie bei einem Podcast. Das für mich natürlich auch heißt, dass dieses Video einfacher zu produzieren war, gerade weil ich freundlicherweise ja die Hilfe von Michael bekommen habe. Vielen Dank dafür nochmal an Michael und auch dafür, dass wir die Aufnahmen aus Steel Aces benutzen durften. Hinweisen möchte ich noch auf eine Spendensammlung, an der ich aktuell zusammen mit einigen anderen YouTube-Kanälen teilnehme. Wir sammeln Geld für gebrauchte Pickups, die dann an die ukrainische Armee gehen sollen und die auch von einigen YouTubern selbst dorthin in die Ukraine gebracht werden sollen, vor Ende dieses Jahres, wenn alles gut geht. Alle Informationen dazu findet ihr in einem eigenen Video, wo ich diesen Spendenaufruf geteilt habe und wie gesagt alle Informationen gegeben habe. Der Link dazu, der ist in der Videobeschreibung und im angepinnten Kommentar. Und vergesst nicht, euch Steel Aces nochmal bei Steam anzuschauen. Ich denke, das könnte was werden. Für heute wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag und immer mindestens eine Handbreit Luft zwischen eurem Panzer und dem gegnerischen Wuchtgeschoss. Bis zum nächsten Video.